Hallo Leute, hier ist Michael Albers von www.pastapixel.de mit einem weiteren SketchUp-Tutorial. Und zwar zeige ich euch hier, wie man solche Fensterkomponenten erstellt. Das sind irgendwelche Fenster für irgendwelche Fantasiehäuser. Und Komponenten braucht man immer dann, wenn man Objekte hat, die man mehrfach benutzen will. Das Schöne bei den Komponenten ist, wenn ich die eigentliche Komponente verändere, ändern sich auch alle Instanzen. Ich habe jetzt mal diese Komponente doppelt angeklickt. Jetzt ändere ich mal da die Farbe, mach da mal ein Lila, nimm den Eimer, klick da drauf. Und jetzt sieht man, ne, dass diese andere Instanz hier auch mit geändert wurde. Man kann also dann im Nachhinein diese Komponente auch noch verfeinern, verschönern, verbessern. Gut, so, los geht's. Ich erstelle mir mal einen neuen Quader. Den wähle ich einfach mal komplett aus und lösche mir den. Ziehe ein Rechteck auf. Nehme das Push-Pull. Ziehe das hier nach oben. So, als erstes möchte ich mal so ein Fenster erstellen, so wie dieses hier. Dazu ziehe ich mir hier einfach ein Rechteck auf. Und jetzt nehme ich mal dieses Versatzwerkzeug und ziehe mir hier mehrere Kanten auf. Muss man sich die Ansicht so ein bisschen vergrößern. Ja, das soll eigentlich schon genügen. So, jetzt verbinde ich mir hier einige Linien mit dem Stift. Ich mache mal eine Pause und zeige euch dann das fertige Ergebnis. So habe ich die jetzt verbunden. Und einige Linien lösche ich mir jetzt hier, zum Beispiel die, die, die. Muss natürlich irgendwie symmetrisch sein. Und jetzt ziehe ich mir mit dem Push-Pull-Werkzeug hier erstmal die Sachen nach vorne. Wichtig ist auch, dass dieses Fenster gleich ein bisschen nach vorne geschoben wird. Ich ziehe die aber erstmal alle ganz stark nach vorne und schiebe die dann wieder rein. So, ich ziehe mal das nach vorne so. Jetzt klicke ich die anderen alle doppelt an. Ich weiß noch nicht so ganz genau, was ich vorhab. Da entscheide ich mich später. Durch dieses Doppeltklicken auf die anderen Flächen werden die alle auf die gleiche Höhe geschoben. Und so, und jetzt kann ich die auch noch mal ein Stück rausziehen und reinziehen. Warte mal, das ziehe ich mir mal noch ein bisschen mehr nach vorne und das hier unten auch. So, das schiebe ich mir ein ganz klein bisschen nach vorne, damit das etwas absteht von der Wand, weil ja gleich die Fenster alle auf die Wand aufgetragen werden, da soll man ja das Fenster sehen können. So, das schiebe ich mir jetzt ein bisschen zurück. Das auch alles. Im Prinzip ist das euch ja selber überlassen, wie ihr das macht. Da kann ja jeder seiner Fantasie freien Lauf lassen. Und deswegen will ich euch jetzt auch nicht mit diesen Einzelheiten belästigen. Ich mache mal wieder eine kleine Pause.
Ja, so lasse ich das jetzt mal. Und jetzt lösche ich mir mit dem Radiergummi alle die Linien, die ich nicht mehr brauche. Da ist zum Beispiel eine zu viel. Da. Das Verschieben mache ich übrigens mit der mittleren Maustaste, beziehungsweise das Scrollrad benutze ich als Maustaste, indem ich fester auf das Scrollrad drücke und gleichzeitig die Umschalttaste drücke. Dann erscheint die Hand und man kann die Ansicht verschieben. Wenn ich die Umschalttaste nicht drücke, kann man das drehen. Ne? Man drückt das Scrollrad und dreht die Ansicht. Und wenn ich das Scrollrad drehe, ne, dann zoome ich. Also wenn man die drei Tastenkombinationen beherrscht, beziehungsweise sich daran erinnert, dann kann man eigentlich ziemlich schnell sich immer jede beliebige Ansicht holen und kann man so sehr flott arbeiten. Gut, so, das wäre jetzt auch so gut wie erledigt. Und dann fülle ich das mit verschiedenen Farben. Und das Fenster werde ich mit einem Bild füllen. Das zeige ich euch eben noch, wie ich das mit dem Fenster mache. Ich habe hier mal so ein Fenster vorbereitet. Ja, hier habe ich so ein Fenster, das ziehe ich jetzt mit gedrückter Alt-Taste hier auf die Fläche. Dann klicke ich mit rechts drauf, wähle Textur, Position. Schiebe diesen roten Anfasser da in die Ecke. Den grünen in die andere Ecke. Ihr müsst unter Umständen die Ansicht ganz groß machen, damit ihr das genau seht und damit das dann einschnackt. Und den blauen schiebe ich mir in die Ecke, ne, und dann passt das mit dem Fenster. Dann klicke ich noch einmal mit rechts darauf und sage fertig. So, nun kann ich den Rest mit Farbe füllen. Da gehe ich hier in das Materialienfenster und wähle hier auswählen und hier Farben. Und jetzt kann ich mir hier irgendwelche Farben aussuchen und kann dann die gewünschten Flächen mit dem Eimer und der ausgewählten Farbe befüllen. Auch damit will ich euch nicht langweilen. Ich mache mal wieder eine Pause und zeige euch gleich das fertige Ergebnis. Ja, so habe ich mir das jetzt eingefärbt. Die unteren Flächen habe ich so ein bisschen dunkler gemacht. Die von oben, wo das Licht drauf scheint, ein bisschen heller. Und jetzt mache ich mir aber hier oben noch so einen kleinen Sockel oben drauf. Dazu klicke ich mal diese Linie hier an, diese. Klicke dann nochmal mit rechts drauf und sage Unterteilen. Und jetzt kann ich die Maustaste hier so ziehen und kann mir das hier in vier Segmente teilen. Oder in fünf oder was auch immer, ne? Jetzt nehme ich mal dieses Linienwerkzeug und gehe dann an einen dieser Endpunkte. Da ist der andere Endpunkt. Und dann ziehe ich mal hier so eine Linie auf. So. Jetzt nehme ich mein Push-Pull, schiebe das hier so ein bisschen nach oben. Und jetzt nehme ich wieder dieses Versatzwerkzeug. Mache mir hier so einen kleineren Versatz drauf, ziehe mir hier wieder zwei Linien an den Rand. Lösche mir diese Linie und ziehe das mit dem Push-Pull-Werkzeug nochmal ein kleines Stückchen nach oben. Und dann färbe ich diese beiden Sachen auch nochmal anders ein. Ich nehme mal hier den Eimer. Alt-Taste zeigt mir die Pipette und jetzt kann ich das
mit der Farbe befüllen. Und das da oben befülle ich mal mit dem Lila. Und ganz oben mal mit der Farbe so. So soll das genügen, so finde ich das schön. Und jetzt mache ich daraus eine Komponente. Ich drehe mir mal die Ansicht so. Und jetzt ziehe ich mir ein Rechteck auf mit dem Auswahlwerkzeug, was diese ganzen Flächen umschließt. Und dann klicke ich hier auf Komponente erstellen. Das ist in dem großen Funktionssatz das Ding. Und jetzt nenne ich das mal Fenster 6. Auswahl durch Komponente ersetzen. Die Komponentenachse kann so bleiben. Wenn ich eine andere Achse haben wollte, dann könnte ich hier sagen, Komponentenachsen festlegen. Aber das ist so okay. Jetzt klicke ich auf Erstellen. Und fertig ist meine neue Komponente, die ich jetzt beliebig einsetzen kann. Die erscheint dann hier in dem Komponentenfenster. Gut, das soll es gewesen sein für dieses Tutorial. Viel Spaß damit, euer Michael Albers von www.pastorpixel.de.